Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier mit. Oh, ich bin im falschen Deck drin. Ich wollte ja Magier spielen. Genau, hier haben wir das richtige Deck. Allerdings wird hier irgendwie unser Bildschirm noch zu klein dargestellt. Na, zumindest mal haben wir so zumindest mal die. Die Begrüßung Jaina überbrückt. Und wir können Garrosch gleich in das Spiel starten. Hier gegen einen Krieger. Okay. Ich hab das so gewollt. Zweimal Verwandlung bringt uns jetzt am Anfang natürlich überhaupt nichts. Die brauchen wir eigentlich eher gegen die höheren Karten. Ich glaube, einmal lassen wir drin. Kriege machen meistens immer ihre Spezialfertigkeiten-Karten. Da wäre es natürlich praktisch, wenn wir hier dann gleich irgendwas dagegen haben. Gut, wir haben hier unseren Berserker. Ich würde sagen, den coinen wir gleich raus. Und schauen mal, ob wir entweder ihm jetzt gleich eine Waffe rauslocken. Ja, da kommt die Waffe. Und er wird sich 2 Schaden. Dankeschön. So, hier haben wir das zweite, das heißt, wir können gleich einen Us spielen. Schau, Türwaffe. So, er überlegt noch. Oh. Zeit für ein bisschen Blut. Da kommt sein Armani-Berserker. Mit dem haben wir ja schon fast gerechnet. Müssen wir jetzt leider auch gegen traden. Deswegen machen wir hier einmal. Lass dich hier, nehmen ihn raus. Und schauen, was er jetzt macht. Er gibt sich ein Schild. Und wir nutzen das Ganze, um unseren zweiten zu spielen. Und dann noch einen Mana-Wurmling. Und gehen jetzt mal hier in den Angriff. Jetzt ein Schildwirbel wäre natürlich das Optimale. Nein, er gibt sich lieber ein Schild. Und ich hätte gerne meine hohen Karten, aber da kommt irgendwie nichts. Mana-Wurm. Und ich bin noch ihn. Einmal da drauf. Ach, ich möchte noch gucken, ob wir hier vielleicht eine schöne Karte bekommen. Und nochmal ein Armani-Besser. Perfekt. Ah, den hätte ich eigentlich jetzt gleich rausspielen können. Schauen wir mal, wir haben eine schöne Dreierrichtung jetzt eigentlich hier. Gut, Runde 6 bereits hier. Ich will. Ja, er spielt irgendwie gar nichts. Und wir schauen erstmal, ob wir eine schöne Karte bekommen. Einmal hier rein. Na, der bringt uns nichts. Dann spielen wir nochmal hier einen drauf. Ich kümmere mich drum. Mehr Schmerz. So, das war's. Einmal. Was macht er jetzt mit seiner Waffe? Wird er in Angriff gehen? Oh. Alle bis auf einen? Oh, ist das gemein. Gut, das war wirklich gemein. Das Licht dann spielen wir hier einmal, blocken ihn auch zweimal und spielen hier einen Direktangriff. So, schauen wir, was jetzt bei ihm kommt. Spielt er hier auch mal irgendwas? Klar machen zum Entern! Okay, die Nuss. Können wir die schon schön kopieren? Zurück an die Arbeit! Okay, danke schön. Und er geht mit 9 Schaden direkt auf den Fluss. Okay.
ist natürlich ein sehr, sehr schöner Angriff, den er hier spielt. Ich würde ihn gerne weghauen, zumindest mal den großen. Es langt uns allerdings noch nicht hier, dass wir ihm das komplett nehmen. Ich schau mal grad 4, 5, wir sind eine Runde zu früh dran. Das ist Schrott. Na gut, dann müssen wir halt einmal lören. Wir hauen das weg und gehen hin. So. Was hat er jetzt? So, kommt von ihm irgendwas? Er gibt sich nur ein Schild. Hat noch 7. Und macht nichts. Gut, dann können wir mal unsere großen Uschis bringen. Was glotzt denn so? Einmal. Zweimal. Ich kümmere mich drum. Angriff. Unser Feuerstoß und so weiter. Nein, noch gar nichts. Ah, jetzt kommen die schönen Karten. Die lieben wir natürlich. Und können wir schon kopieren? Ja, es langt uns. Dann machen wir das auch. Wir sagen einmal Hallo, schöner Freund, der ist für uns. Der geht ins Sieb. Und hier gehen wir direkt am Schiff. So, und da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Er spielt noch einen Riesen, langt ihm allerdings nicht. Er geht hoch auf 16, wir haben noch 16. Ah, okay, er bekommt ihn noch. Gut, bin ich mal gespannt, wie er hier sich jetzt rauswinden möchte. Okay, er nimmt ihn weg. Bringt nichts. Scharf, bringt auch nichts. Wir haben 14 leider nur. Braucht einen Schaden mehr. Ja, oder wir müssen hier jetzt halt ein bisschen aufräumen. Und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als hier ein bisschen aufzuräumen. Ja. Und wir müssen aufräumen. Einmal der weg. Dann nehmen wir ihn weg. Dann nehmen wir ihn weg. Und jetzt... Ach, ich habe ja hier noch ein zweites Spiel. Okay. Gut. Es steht 11 zu 16. Und wir haben 12 Schaden. Bringt bei dem Chefin auch nichts. So, er hält sich hoch, hat allerdings irgendwie gar nichts. Das ist schön, rechnen wir zusammen. Wir haben 12, wir haben hier 6. Gibt zusammen 18. Also, wir können aufräumen. Aber wir ziehen natürlich hier noch ein bisschen was hoch. Bekommen hier noch den zweiten Feuerball. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Und 7 Schaden ins Gesicht. So, da gibt es schon einen nächsten Stamm. Und wir sind weiter auf Erfolgskurs. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Ich danke dem guten Skleef für die nette Runde und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Wenn ihr übrigens noch Verbesserungsvorschläge habt, was wir an dem Deck verbessern können, weil wir haben es ja echt auf Anfänger irgendwie geschaltet, dann schreibt dies bitte auch unten in die Kommentare. Dann bis morgen und ciao, ciao.